Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 auf der Gamsing im Duell gegen McManus. Hallo. So, weiter geht's, sagst du. Weiter geht's. Okay, ich bin mal oben. User left your channel. Schauen, dünkt er jetzt hier die. Scheiße, ich muss das Spulen abwarten. Jetzt hoch oben zu meiner BGA und dann stelle ich ihn, versuche ich noch da das ganze meine Silage da reinzupacken und dann werde ich ihn mein Krampe-Drescher da hinstellen. Hänger. Drescher. Ich werde einen LU-Mitarbeiter das Feld gleich grubbern lassen. User was moved to your channel. So. Muss nochmal hoch zum LU. Mhm. Hey, hallo kurz. Hallo. Hallo. Ich würde eine Planänderung. Ja. Das Feld 56. Grubbern Sie das bitte mit Ihrem Trecker und Maschine, bitte. Und ansehen dann auch direkt. Okay. Ist eh noch nichts passiert, oder? 56, ist da schon jemand? Da ist noch nichts passiert. Der Mitarbeiter ist gerade auf der 46 unterwegs. Richtig. Okay. Okay. Warte mal, was war das Ansehen auf der 56 nochmal? Mais. Danke. Alles klar. Nee, Anhänger wieder am Feld? Ja, komme ich gerade hin. 46 gut. Sollte was nochmal? 46 soll Weizen. Ach genau, ja, nee, dann war 56 Mais. Ja, ja, alles klar. Okay. Gut, tschüss. Ciao. Tschüss. You were moved. So, wieder da. Kino? Ja. Okay. So. Dann bringe ich in den kleinen. Oh nein. Und denn? Ich muss reconnecten nach der Aufnahme. Oh, wieso? Was ist los? Der Multiplayer Manager möchte neu konfiguriert werden. Oh. Ja. Ab wann spulen wir eigentlich? Ich war auch gerade am Überlegen. Ich meine ab 20, oder? Oder war es 22? Nee, ab 22, oder? 22, okay.
Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ab 22. Ich auch gerade nicht mehr, deswegen. Nochmal bei Melu. So, ich nochmal. Hi. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin gerade unterwegs. Oh, ja. Hi. Auf der 33, Entschuldigung, Freezy, auf der 33, Andi. Ja. Alles klar dann. So, Freezy. Bin gleich fertig. Ich würde ganz gerne, dass bei mir auf der 55, 57 und 50 Grassamen geerntet wird. 55, 57, 50. Ja. Die Schwart, die davon überbleibt, ganz gerne zu Heupellets, bitte. Mit ihren Maschinen. Moment kurz, Grassamen. Das dauert halt noch einen Moment, ne? Weil unser Grassamendrescher gerade mit Fahrer noch beschäftigt ist. Ja. Dem fällt noch. Aber dann ist das kein Problem danach. Okay. Heupellets haben sie gesagt. Heupellets, ja. Also erst pressen. Achso, klar. Nee, also die Grassamen ernten, die Schwart, die davon überbleibt, ja, ja, dann zu Heupellets bitte machen. Ja. Und wenn dann kommt ja der LU-Mitarbeiter bei mir auf die, was war das denn für eine Scheißnummer wieder? 56 und erntet da ja und macht da die Felder fertig. Krubbern und säen. Genau. Wenn er, alles, ja, wenn er damit fertig ist, ganz gerne auf die 59 bitte. Und dort, haben Sie einen Kartoffelernter? Nee. Oder doch, haben wir. Haben wir doch, oder? Doch, haben wir, ja. Ja, haben wir. Ja, haben wir. Klappt nicht. Was klappt nicht? Ja, ich wollte nicht mehr fahren, das klappt nicht. Ja, dann, dann auf das Feld einmal bitte rüben. Und ja, dann, wenn die reif ist, komme ich dann zu Ihnen und würde. Also auf die 56? 59. Auf die 59 rüben sehen? Ja. Wir haben da jetzt erstmal nur Ernten auf der 59 als Auftrag, ne? Ja, genau. Und wenn er da mit der 56 fertig ist, dann hier schon mal anfangen zu grubbern. Also 59 grubbern. Und danach, wenn er mit dem Grubbern fertig ist, dann Rüben, Zuckerrüben ansehen, bitte. So. Ja. Alles klar. Herr Friesi? Ja. 46 Ansehen Weizen war mit Ihrer Sämaschine, richtig? Richtig. Sie können bei mir am Hof Saatgut und Dünger einfach so nehmen. Sagen Sie mir einfach Bescheid, weiß ich dann zu. Alles klar. Okay. Krubbern und Säen an der 59 war unsere Maschine. Ja, eure Maschine. Alles klar, danke. Okay. Und ja. Läuft übrigens gut, der Drescher, mit dem neuen Schneidwerk. Oh, danke schön. Das ist schön zu hören. Ach ja, aber wenn wir Grassamen ernten, da muss ich kurz fragen. Ja. Auf der 55, 57, 50, da kommt doch Gras, also müssen wir es doch erst zettern und schwadern, oder? Stimmt. Da muss die Schwart, die davon von den Grassamen überbleibt, eben gezettert werden, einmal schwaden und dann zu Heupellets pressen. Genau, ja. Oh, das wird lang. Jo, alles klar. Okay. Tschüss. Na, danke. Ciao. Channel switched. So. Aber manchmal schwer, das alles zu koordinieren, ne? Weiß ich zu koordinieren, auf jeden Fall, ja. Hab sogar noch was vergessen, aber das LU hat mich darauf hingewiesen. So. Bis gleich. Ah, sind einfach zu viele Mitarbeiter da. User was moved out of your channel. Muss danach direkt hinterher düngen. Ich hab das verkackt. Ich krieg da nicht mehr die dritte Düngerstufe hin. Nicht mehr komplett. Ich glaube auch nicht, dass ich hier düngen kann, oder? Nee. Nee.
So, Schweine. Ich kümmere mich um die Schweine, sauber machen. Ich hoffe, dass das so gut ist. Ich versuche jetzt alles auszureizen, dass ich so wenig wie möglich selber machen muss und kümmere mich gleich oben über die Silage. Aber meine BGA ist voll. Deswegen. Ist doof. Ist echt doof. Aber wir spulen gleich, dann kann ich da schön was reinstopfen. Problem ist, einfach 20 Uhr alle arbeiten, 22 Uhr alle Arbeiten eingestellt werden. Von denen. Ja. Naja, bis auf die und seine Maschinen, oder? Genau. Ja. Boah, ich muss sowas von auf Klo, ne? Aber du musst ja eh nach der Folge neu starten erstmal, ne? Ja. So. Die Frage ist nur, warum benutzt er nicht das ganze Schneidwerk? Ich kaufe extra ein großes Schneidwerk und er nimmt nur die Hälfte. Okay. Ich gucke jetzt nur eben, ob der vielleicht mit GPS fährt und das gerade fahren wollte oder was macht er da? Ja, jetzt benutzt er es ganz. Ja, du musst dich da mal ein paar Minütchen daneben stellen. Und muss dann mal gucken, ob das richtig läuft alles. Ne, es geht ja so nicht. Ja. Den Weinsammelwagen. Das ist ja auch interessant. Ich komme jetzt nächste Aufnahme zum Spulen? Schade. Könnte fast sein, ja. Könnte fast sein, ja. Ich glaube, mein Drescher ist immer noch nicht zugewiesen. Wieso?
weil ich nicht einsteigen kann. Weißt du, dass mich das ankotzt mit dem Paletten mit der Wolle? Ich glaub dir das. Also, was ist denn da jetzt überhaupt genau los? Ich hab das jetzt. Keine Ahnung, der Platz ist frei und der bringt jedes Mal diese abgefuckte Meldung. Nervt mich. Ja, irgendwie hatten die. Ich habe bei dir im letzten Stream mal vorbeigeschaut. Dann haben sie gesagt. Ich hab die Wolle dann komplett verkauft, dann ging's wohl wieder. Ja, irgendwie haben die da gesagt, die muss so und so weit vom Trigger weg sein oder so. Ja, die ist gerade ewig weit weg. Achso, okay. Wahnsinn hier. Alles im Eiltempo. Oh, was ist denn hier hinten? Danke. Das wäre sehr gewesen, wenn ihr für den Silagebein gestanden hättet. Die Bohne. Okay, das haben wir auch wieder erledigt. Sehr schön. Oh, 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 das könnte maximale Verkeilung geben. Warum? Holla, die Waldfee. Ach, Tino? Ja? Was machen wir eigentlich mit deinem Regelbruch? Was denn du schon wieder? Du hast dich statt 30 Sekunden eine Minute 5 gemutet. Echt? Na gut, machen wir so dafür, wenn bei mir keine Wolle mehr produziert. Deal, Deal, Deal. Ja, sinnlose Kacke ist das hier, ey, ohne Mist. Das ist echt so schlimm, oder was? Es wird also keine Wolle produziert. Auch wenn du die wieder verkaufst, nicht? Auch nicht? Weiß ich noch nicht. Mal verkaufen, guck. Ganz angesehen, sehe ich mal. Aber wahrscheinlich wolltest du die gar nicht verkaufen, ne? Das ist auch doof, wenn du die verkaufen mussten oder wenn die extra wieder neu produziert wird.
Was würdest du machen? LOL! Achso, nee, stopp. Wie ist es? Gerade gelesen, große Nachfrage bei... Naja, vergessen. Na, jetzt in der Nacht wird es Gott sei Dank ruhiger. Ja. Gut, aber wir sind erstmal durch. Ja, gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei, schaut beim Tino vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.